Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge Sonic Forces. Ja, im letzten Part haben wir ein wenig Infinite kennengelernt. Wir haben erfahren, dass Sonic gestorben ist, haben im nächsten Atemzug aber erfahren, dass Sonic doch nicht verstorben ist und in Wahrheit in einem, Weltraumgefängnis auf dem Death Egg rumschmort, anscheinend 6 Monate lang gefoltert wurde. Ganz schön krass für ein Sonic-Spiel. Und bevor wir uns da auf den Weg machen, werden wir uns mal ganz kurz ein bisschen fein machen, weil, ja, muss ja sein, ne? Wir sind ja Widerstandskämpfer und so. Die Handschuhe mache ich jetzt nicht so, die lassen wir aber weg. Die Schuhe sagen mir ehrlich gesagt auch nicht so zu. Aber den Rucksack nehme ich gerne. Ach ja, warum nicht? Sporttasche. Ja, und so einen Nylon-Anzug brauche ich nicht. Und der Witz an Sonic Forces ist, es gibt, tagtägliche Missionen, die sich vor allen Dingen darum drehen, dass man seine Handschuhe anpasst und solche Geschichten. Ja, das machen wir mal an der Stelle, um einfach mal mehr XP zu bekommen. Und was heißt XP bei dem Spiel? Ja, auch ein bisschen merkwürdiger Faktor, den ich schon erkannt habe, ist, Bonus aktiviert. Das ist einfach für den Rang. Komischerweise, man kann den Rang ein bisschen verarschen, indem man sagt, eigentlich hätte man nur A. Und dann kommen die restlichen Punkte auf den Multiplikator, dann wird es doch irgendwie S. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Genauso das gleiche gilt auch für diese Medaillen, die man bekommt. Das mit der Zeit auch ein bisschen hochzählt. Das ist quasi unsere XP-Leiste, wenn man so will. Und umso höher unsere XP, umso seltenere, beziehungsweise umso mehr schalten wir frei an Accessories, an Kleidung und Zeug. Wobei eigentlich die Level, also in Anführungszeichen die Medaillen, stehen eigentlich nur dafür, dass wenn wir jetzt zum Beispiel 3 Bronzemedaillen haben, dass wir dann die und die Dinger freischalten bei 4 die und die Dinger. Also das ist eigentlich Achievement Unlocked Zeug sozusagen. So, und plötzlich sind wir beim Death Egg. Und ja, bisher haben wir nur einen Wisp, den Feuer Wisp. Kriegen aber noch im Laufe der Zeit noch die anderen. Und das finde ich geil bei Wolf, wie gesagt. Einfach diese Tatsache. Und das finde ich auch sehr geil bei dem selbst erstellten Charakter. Der hat einen sehr guten Soundtrack. Einen sehr konsistenten, sehr guten Soundtrack. Mal sehen, ob ich Rege verliere an der Stelle irgendwo, aber kommt auch noch. Ah, die Stelle, ja, die Stelle versaue ich immer. Keine Stelle versaut mich so sehr wie die da. Wie gesagt, Silver, warum bist du hier? Aber gut, einige Fans wollen es nicht ganz wahrhaben, aber es ist eigentlich schon bestätigt, dass Sonic sich sehr gerne ein Vorbild nimmt an Dragon Ball. Und so ist unter anderem auch das ganze Silver-Gedöns eher an Trunks gegliedert. Und es gibt ganze Theorien, wer die Vorfahren von Silver sind. Also ja, auch eine nette Diskussion habe ich schon gehabt mit Leuten. So, und das war die Stage. Auch sehr kurzlebig. Genau, dann geht dieser tägliche Bonus, dieser Multiplikator, der kommt am Ende wunderschön noch dazu. Und macht mir hier fast noch einen S-Rang draus. Und ja, das macht mir einfach einen S-Rang draus. Okay, was soll's. Puh. Eigentlich wäre es jetzt A gewesen. So, und jetzt haben wir mit schließt Level 4 ab, bekommen wir einige Teile. Dann mit schließe Level 4 auf Rang S ab, bekommen wir jetzt noch Teile. Es ist so witzlos. So, dann bekommen wir auch noch Teile. Und ja, ich glaube ab 5 Bronze Medaillons bekommen wir dann auch wieder neue Teile. Genau, dann geht es direkt mit modernen Sonic weiter. Es wird jetzt sehr inkonsistent, die Story. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen weiteren Wisp-Bomb bekommen. Also das ist die Waffe, mit der wir unterwegs sind. Wobei es bei dem anderen sich dabei nur um Zusatzeffekte handelt, die wir jetzt bekommen haben, dadurch, dass wir die Stage auf S geschafft haben.
Und ja, das Tempo erhöht sich mit Einsammeln der Ringe. Das ist schon sehr cool, habe ich bisher noch gar nicht gehabt. Genauso das mit dem schützenden Schild habe ich auch noch nicht gehabt. Und im Laufe der Zeit werden wir auch andere Elemente haben, außer Feuer. Kommt aber erst noch nach Weile. So, dann komme ich langsam wieder zu meinem Design, wie ich es damals hatte. Das ist so langsam aber erst. Ja, stimmt, ich habe die richtigen Schuhe dafür noch nicht da. Ist aber egal. Ja, so ein Cape kann man hier bekommen. Ja, ich weiß nicht. Manche von den Sachen, die sind eher cringy von den Dingern, die man freischaltet, als irgendwie, dass sie cool aussehen. Genauso Brille sieht bei den meisten Sonic-Charakteren irgendwie komisch aus. Die sollten deutlich kleiner sein, finde ich. Also die, dass die Brillen so groß sind, gefällt mir einerseits wieder nett. Genauso so ein Spaß hier. Football-Helme und sowas ist völlig dran vorbei. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Und genauso mag ich es beim Charakter, die Ohren zu sehen und sowas, weil das zeigt nochmal ein bisschen diese, sage ich mal, in Anführungszeichen, Menschlichkeit der Charaktere und diese Greifbarkeit. Und wenn ich da einfach so ein Ding drüber stülpe, dann sind die Ohren weg und das finde ich nicht schön. So. Auf jeden Fall nimmt der langsam Gestalt an. Wir machen direkt bei der nächsten Mission weiter, wo wir gegen Savok kämpfen dürfen. Aus irgendeinem Grund ganz plötzlich und ihr werdet gleich sehen, warum. Ach, die Story ist ein komisches Durcheinander. Und guckt euch mal Sonic an. Das ist 6 Monate gefoltert worden, aber anscheinend wohl ernährt, weil es geht ihm plötzlich super. Wow. The end, huh? Let's see you try something now that I'm free. Foolish Hedgehog. Getting out of your chains does not make you free. Now, come and face the inevitable. The only thing inevitable here is my foot kicking your butt. Ganz komischer Übergang, nicht wahr? Sehr komisch. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt gegen Savok kämpfen. Ein Kampf, bei dem ich erstmal 13 Minuten gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, wie zum Teufel man mit dem bekämpfen soll. Das Problem ist, man muss sich genau nach seinem zweiten Angriff muss man sich hinter ihm begeben, um überhaupt die Chance zu bekommen, irgendwas zu machen. Also das zähle ich schon als zweiten Angriff. So, ach, wobei, ja gut, es sind ein paar mehr Angriffe, ja, die ignoriere ich aber schon. So, dann taucht irgendwann der Schatten von seinem komischen Gefährt auf. So, man muss hinter ihn landen. Dann ist plötzlich ein Homing Attack Cursor da und dann kann man ihn angreifen. Aber bis ich das geblickt habe, dass man da hinter ihm muss, an der Stelle, das wird auch niemals erklärt, wird auch niemals gezeigt. Man muss es einfach rausfinden. Ist andererseits ganz okay, dass sie es so machen, allerdings, ja, ich weiß nicht. Kommt verwirrender, als es eigentlich wohl gedacht ist. Genauso das hier kann man vollkommen ignorieren. Was ich eher dramatischer finde, sind die ganzen Leute, die da unten gesperrt sind in den Käfige. Siehst du, und ab und zu funktioniert es, ab und zu kann ich nicht springen. Ich finde es ein bisschen komisch. Braucht man einen gewissen Abstand zum Gegner? Braucht man irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Ab und zu sind die auch gar nicht anvisierbar, die Gegner. Ich sehne mich nach Sonic Adventure 2 zurück. Da konnte man Homing Attack machen, wenn der Gegner einfach in der Nähe war und nicht, wenn einfach irgendwie ein Cursor aufgeploppt ist oder nicht. Ja, wie gesagt, plötzlich kämpfen gegen Savok. Nicht, dass wir einen Grund bräuchten dazu, weil er sowieso ein Bösewicht ist. Ja, aber eigentlich ist er kein richtiger Bösewicht, aber egal. Auf jeden Fall. Machen wir den jetzt noch, greifen wir noch den zweimal an in der Form. Und dann ist der ganze Spaß auch schon wieder erledigt. Die Bosse, also Chaos und so weiter. Also die wir alle gesehen haben. Chaos, Shadow. Tauchen alle nur sehr kurz auf in dem Spiel. So, und was ich Bullshit finde, das ist genau dieser Moment hier. Ich gebe nichts mehr ein. Ich habe den Controller weggelegt. Und plötzlich wird das letzte Viertel der HP wird jetzt einfach durch eine Mini-Cutscene sozusagen erledigt. Tja. Spannend, ne? Wunderschönes Spiel. 10 out of 10. Oh je. Yeah.
Naja, auf jeden Fall bekommen wir wieder Medaillen. Dann bekommen wir natürlich wieder unsere Bonis fürs Schaffen von der Stage. Dann bekommen wir endlich das, was ich eigentlich haben will. Also der ist mir um einiges lieber als Waffe. Dann einige schöne Klamotten. Dann S-Rang natürlich. So. Schön war's. Ja, unser Wok verschwindet einfach. Ja, wie es sich gehört für eine böse Manier, da ist plötzlich alles am Zusammenfallen, ja. Ich gebe keine großartigen Kommentare mehr zu dem Spiel. Okay. Neue Sache, neues Glück. Wobei eigentlich auch einiges davon immer noch sehr ignoriert wird von mir. Genauso wie die Handschuhe. Die einzigen Handschuhe, die ich richtig gut aus finde, dass sie gut aussehen und die auch gut passen zu dem ganzen Setting, sind eigentlich nur die Fingerlosen. Also die ein bisschen so passen zu diesem ganzen Rebellions sich selbst ernst nehmen Gedöns. Und ja, da gibt es noch diese Knieschoner oder sowas dort Zeugs, aber da finde ich eher sowas schön. Wo derjenige vielleicht noch sein Equipment haben könnte, so ein bisschen. So. Und jetzt eine Sonic Stage. Weil von Sonic haben wir nicht genug gehabt. Jetzt brauchen wir unbedingt mehr Sonic. Ich glaube, hier gab es irgendwas Verstecktes. Jetzt gucke ich doch mal hier ganz kurz. Nee. Ah, ich wollte den ganz links haben. Ah. Manchmal klappt das alles nicht so besonders gut. Mit den Homing Attacks. Wünscht mir, das funktioniert alles besser. Das meine ich. Ich wollte den überhaupt gar nicht angreifen. Ich wollte von Anfang an wollte ich einen anderen. Ah. Sehr frustrierend, das mit den Homing Attacks. Haben sie bei Generations so gehabt, haben sie bei Lost Worlds gehabt und ich finde es immer noch sehr störend. Aber hey, ich mache jetzt einfach mal weiter, scheiß drauf. Also nehmen wir Sonic in Double Jump, obwohl ein Hackjock ist. Aber wir wollen ja nicht darauf rumreiten, ne? Das ist übrigens schon der dritte Ring, also haben wir schon zwei verpasst. Der Soundtrack ist allerdings sehr gut, wie gesagt, also es... Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad von den Levels ist auch nicht so besonders hoch. Nur diese Angriffe kommen immer sehr plötzlich. Und die Stages sind wie gesagt alle sehr kurz. Ja, hier nochmal ein Tutorial von wegen, Stampfattacke, falls du es bisher noch nicht gemerkt hast. Kann man mit einmal A, mit einmal springen und einmal B auslösen. So. Damit ist, glaube ich, die Stage schon so gut wie erledigt. Ja, jetzt kommen noch ein paar Quicktime-Events, ja. Ich habe ganz vergessen.
Es sieht visuell sehr, sehr, sehr schön aus. Ich will nicht lügen an der Stelle. Es sieht einfach sehr sweet aus. Und die Szene kam mir irgendwie vor, als wäre Star Wars gewesen. So. Und das ist das Ende von der Stage. Auch eine sehr kurze Stage. Und wie gesagt, eigentlich wäre das jetzt 2,5 Minuten gewesen. Haben wir auch schon damals erwähnt. Aber dadurch, dass ich einmal verstorben bin, dreimal verstorben bin. Gucke mal, was für ein Bonus das ist. Dieser tägliche Bonus, nur mal geschwind etwas anderes anzuziehen, macht schon fast ein Drittel von der ganzen Leiste aus. Das ist verrückt. Everything's cool. Are you here to rescue me? Mm-hmm. I can't tell you how much I appreciate it. It's been a while since I've seen a friendly face. Hey, Rookie, you still in one piece? Oh, sure. Don't even bother to ask how I am. Sonic! Amy? I'm so glad. Hold up, Amy. Is there an exit around here? Just get on that egg in a hurry. Your concern is touching, Knuckles. Gut, ich meine die Dialoge, also die Synchronsprecher haben sich echt Mühe gegeben. Und die Dialoge sind teilweise auch, ja, man muss sagen, ein bisschen. Die bringen mich zumindest zum Schmunzeln, sage ich mal, aber. Ja, man redet hier nicht von Stand-up-Comedy. Sonic, finding you alive is the best news we've had in months. And here's the bad news. Our intel indicates Eggman's got a weapons factory in Green Hill, pumping out munitions for his war effort. Eine meiner Lieblingsstages, ehrlich gesagt. Was als nächstes kommt. No kidding. Look, Sonic, I know you just got back. We're spread thin. Can you take care of this? Also es gibt im Moment mehrere Sachen, die mich stören an der Story. Aber eines der zwei Dinge, die mich an Sonic stören. Sonic wurde 6 Monate lang gefoltert. Ja, ich weiß nicht, mit was er gefoltert wurde, vielleicht nur mit einer Feder und musste die ganze Zeit lachen, ich weiß es nicht. Dann scheint er ohne blaue Flecke, ohne rote Flecke, wie auch immer, in seiner Zelle zu sitzen, als wäre gar nichts passiert. Und macht direkt mal einen von den Bösen platt, von den 4 Bösen, die Infinite an seiner Seite hat, neben Shadow und Chaos. Und macht direkt mal eine Mission. Ja, macht ja Sinn, ne? Green Hill destroyed. Take the rookie with you. You sure about this? The kid was shaking like a leaf the whole time we were at the Death Egg. That's because it's cold in space. The factory is nice and warm. It will be when it's burnt to the ground. Sonic, you take the lead. Rookie, just make sure you take good notes. I got 6 months of payback I'm just dying to spend. Wie gesagt, sogar Sonic macht das als Fakt, dass er 6 Monate nicht im Einsatz war. Plötzlich, er wurde gefoltert. Ich weiß nicht, wie er gefoltert wurde, aber er wurde gefoltert. Und ist dann genauso fit wie ein Turnschuh, genauso wie er vor 6 Monaten war, seitdem er... Ich weiß nicht, hat er ein Iro gemacht? Hat er die ganze Zeit trainiert in seiner Zelle? Wie hat er das gemacht? Wieso ist er so gut im Schuss? auf jeden Fall, legen wir los. Eine meiner Lieblingsstages. Eine sehr kurze Stage. Nicht mal 1,5 Minuten. Wie gesagt, mit den roten Ringen mache ich jetzt erstmal nicht rum. Da mache ich erst rum, wenn ich das Offscreen mal genauer spiele. Quicktime-Events. Das ist eines meiner Lieblingsmomente in dem Spiel. Einfach, dass der Titelsong Fistbump an der Stelle gespielt wird. Und jetzt dieser Übergang in die Luke. Wie das in dem Echo verschwindet. Das Sounddesign ist klasse in dem Spiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, das ist einer meiner Lieblingsteile, weil ich da
eigentlich das ganze, die ganze Stage überspringen kann. Wenn ich es denn noch meistere. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Allerdings muss man sagen, die Inszenierung der Levels ist sehr geil. Lightning! Auch generell der Soundtrack ist sehr gut. Muss man auch einfach sagen. Ich habe einen großen Teil übersprungen, dadurch, dass ich Lightning benutzt habe im Vergleich zu... Ach, weiß der Geier, was anderem. Statt Flamme. Einfach dadurch, dass ich die ganzen Ringwege benutzen konnte, statt einen Haufen einzelner Gegner zu bekämpfen. Was auch noch auf uns zukommen wird, aber das, darauf hatte ich jetzt gerade an der Stelle keinen Bock. So, und ein leicht verdientes Rang S, weil ich schon die Stage bestimmt ein paar tausend Mal gespielt habe. Wie gesagt, eine der wenigen Stages, die mir wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen in dem Spiel. Die ist auch sehr kurz und knackig. Allerdings habe ich da auch noch nicht alle roten Ringe gefunden. Und ja, man kriegt ja einfach Clocks. Ich weiß nicht, warum man hier Clocks bekommt, aber egal. Und ein Splatoon. Tattoo. Keine Ahnung, wie man es anders nennen sollte. Auf jeden Fall direkte Verbesserung für unseren derzeitigen Wisp. Oh, und einiges an Kleidung und anderem Gedöns. Man kann aus seinem OC kann man so ein bisschen einen Sonic and the Black Knight Charakter machen im Laufe der Zeit. So, und ich überlege gerade, nee, das machen wir auch in der nächsten Folge. Da kämpfen wir zum ersten Mal auch richtig gegen Infinite, wobei wir erst einmal eine Stage durchlaufen müssen. Das Interessante bei dem Spiel, oder? Ich erwähne es einfach mal ganz nebenbei an der Stelle, bevor wir abschließen. Wir haben jetzt insgesamt 8 Level. Jetzt haben wir im Moment 7 Level gespielt. Vor diesen 7 Leveln waren, wenn man jetzt mal ganz konkret, aber wisst ihr was, ich spule einfach zurück. So. Zack, 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 zack. Ein Sonic. Ein OC. Einmal Classic. 2 OC. 2-mal Sonic. 3-mal Sonic und 4-mal Sonic und 3-mal OC. Also es gab jetzt bisher 4 Sonic-Missionen, 3 Avatar-Missionen und eine Classic-Sonic-Mission. Ich glaube, in dem ganzen Spiel gibt es nur 3 oder maximal 4 Missionen, die man tatsächlich als Classic Sonic spielt. Und entsprechend hat er auch wenig Eindruck auf der Story hinterlassen. Also eigentlich so gut wie gar nicht, weil er sagt nichts, er macht nichts Aktiveres. Er ist immer mit Tails unterwegs und macht irgendwelche Kleinigkeiten für den Widerstand. Und das ist der einzigste Fußabdruck oder der einzigste Eindruck, den er macht in der Story. Und das ist irgendwie, man hätte es weglassen können. Man hätte lieber Shadow in der Gegend rumschicken können. Okay, wobei jetzt im Moment, im Laufe jetzt zu unserem Stand der Story ist Shadow ja immer noch ein Bösewicht. Wir werden ja bald erfahren, was es damit auf sich hat. Und ja, ich habe fast schon wieder gespoilert. Ich habe eigentlich schon fast gespoilert. Auf jeden Fall, wir machen an der Stelle Schluss. Die Stages gefallen mir sehr gut. Die Musik ist auch sehr geil. Die 2D-Segmente hätten sie sich eigentlich sonst wohin schieben können. Aber die 3D-Segmente, die sehen alle sehr, sehr hübsch aus. Aber auf jeden Fall, wir machen an beim nächsten Mal mit Sonic weiter. Mit Sonic Forces in Mystic Jungle. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.